Alle 5 Sekunden stirbt weltweit ein Kind. Täglich erliegen 20.000 Menschen ihrem Krebsleiden. Man schätzt die Zahl der Kriegsopfer im 20. Jahrhundert auf mehr als 100 Millionen. Viele davon unschuldige Zivilisten. Hurricanes, Erdbeben, Tsunamis. Es vergeht kein einziges Jahr, in welchem sich auf unserem Planeten keine Naturkatastrophe ereignen würde. Wir müssen nur die Nachrichten lesen, um zu wissen, diese Welt ist voll von Leid. Es ist allgegenwärtig und es kennt keine Gnade. Es ist grausam und es macht keinen Unterschied. Männer und Frauen, Junge und Alte, Arme und Reiche, Europäer, Asiaten, Afrikaner und Amerikaner. Leid trifft jeden. Oftmals unerwartet und nicht selten mit der Wucht eines Orkans. Und ganz egal, ob man nur als außenstehender Beobachter oder aus der Tiefe der eigenen persönlichen Erfahrung spricht, es gibt eine offensichtliche Frage, die sich aufdrängt. Wo ist Gott inmitten all dieses Leids? Wenn es ihn tatsächlich gibt, warum lässt er all das zu? Oder, und diese Schlussfolgerung ist nicht für wenige Menschen und vielleicht ja auch für den einen oder anderen unter uns die logischere, ist all das Leid in dieser Welt womöglich ein Beweis gegen Gott? Ist es unter Umständen nur konsequent, die Existenz Gottes oder jedenfalls eines guten und allmächtigen Gottes angesichts all der Katastrophen, Krankheiten und Kriege zu verneinen? Nun, ich weiß nicht, mit welchen Überzeugungen, mit welchen Emotionen und mit welchen Fragen du heute Abend hierher gekommen bist, aber ich befürchte, dass es mir in den nächsten 25 Minuten nicht gelingen wird, all deine Fragen zu behandeln. Ich hoffe jedoch, dass es mir gelingt, dir eine Art Rahmengerüst zu vermitteln, das dich in die Lage versetzt, viele dieser Fragen bezüglich des Leides einordnen zu können. Und ich möchte euch außerdem dazu einladen, all die Fragen, die vielleicht offen bleiben, spezifische, konkrete Fragen, die ihr habt, tatsächlich aufzuschreiben und nachher in den Korb zu schmeißen, wenn der Korb rumgeht, sodass wir die in der Diskussionsrunde besprechen können. Jetzt möchte ich konkret mit euch 3 Punkte bedenken. Leid ist erstens eine Frage der Philosophie. Es ist zweitens eine Frage der Gerechtigkeit und es ist drittens eine Frage des Glaubens. Und beim ersten Schritt möchte ich mit euch klären, inwieweit wir dank der menschlichen Vernunft, dank der menschlichen Logik tatsächlich aus dem Leid irgendwelche Schlussfolgerungen über die Existenz Gottes ziehen können und an welchem Punkt wir vielleicht einfach bekennen müssen, dass manche Dinge unseren Denkhorizont übersteigen. Und beim zweiten und dritten Punkt wollen wir gemeinsam in die Bibel schauen und wir wollen uns anschauen, was Jesus selbst über Leid sagt und wie er Leid in seinem eigenen Leben erfahren hat. Kommen wir also zum ersten Punkt, eine Frage der Philosophie. Ich weiß nicht, ob ihr alle genau wisst, was Philosophie eigentlich ist. Ich habe es sehr lange nicht gewusst. Aber die Aufgabenstellung der Philosophie ist eigentlich relativ simpel. Die Philosophie versucht einfach mit Hilfe der Vernunft die großen Fragen des Lebens, die großen Fragen über die Existenz dieser Welt und über die Existenz von uns Menschen zu beantworten. Und eine Frage, die dabei eben auch geklärt werden muss, ist die Frage des Leids. Warum gibt es Leid in dieser Welt? Warum passieren böse Dinge? Und jeder Philosoph stolpert dabei früher oder später über die sogenannte Theodizee-Frage.
Wie kann Leid in Einklang gebracht werden mit der Existenz eines guten und allmächtigen Gottes, wie die Christen an ihn glauben? Die Theodizee-Frage wird manchmal auch das Problem des Bösen genannt. Und einer der bekanntesten Philosophen in der Zeit der Aufklärung, David Hume, hat dieses Problem einmal folgendermaßen formuliert. Will Gott Übel verhüten und kann nicht? Dann ist er ohnmächtig. Kann er und will nicht? Dann ist er übelwollend. Will er und kann er? Woher dann das Übel? Diese Darstellung scheint erstmal logisch total einleuchtend zu sein, oder? Und damit auch ihre Schlussfolgerung. Ergo, es gibt keinen Gott. Er ist nur ein Hirngespinst. Und jeder, der an dieser Stelle Einspruch erheben will, der muss dieses gewichtige Argument erstmal irgendwie tatsächlich von der Hand weisen. Auch wir Christen, wir sollten es erstmal ernst nehmen und wir sollten scharf darüber nachdenken. Aber wenn wir scharf darüber nachdenken, so meine ich, dann können wir gewisse Schwachstellen an dieser Argumentation sehen. Und zwei dieser Schwachstellen möchte ich euch aufzeigen. Die erste Schwachstelle betrifft die Definition von Leid. David Hume versucht, die Existenz Gottes dadurch zu leugnen, dass er auf die Existenz von Leid verweist. Die Frage, die sich dabei auftut, ist jedoch, woher weiß er überhaupt, dass Leid existiert? Was ist seine Messlatte, anhand welcher er Leid definiert? Wer sagt ihm zum Beispiel, dass Krebs schlecht ist? Wer sagt ihm, dass der Tod an sich schlecht ist? Um etwas als böse zu deklarieren, zu bezeichnen, da brauche ich zuerst mal eine Definition von gut. Was aber ist ultimativ gut? Das ist die Frage. Ist es nicht vielleicht sogar gut, wenn viele Menschen durch Kriege, Katastrophen und Krankheiten umkommen, weil dann einfach wieder mehr Platz auf diesem Planeten ist? Und ihr merkt schon, nein, das kann definitiv so nicht wahr sein. Irgendwie wissen wir alle tief in uns drin, es gibt Leid auf dieser Welt. Und wir haben auch alle mehr oder weniger das gleiche Verständnis von Leid. Die Frage ist, woher kommt dieses Wissen? Woher kommt diese universale Erfahrung von Leid, dass wir alle von Leid wissen? Wieso laufen wir nicht gleichgültig durch diese Welt und zucken einfach nur die Schultern und warum lässt uns all das nicht einfach kalt? Meines Erachtens kann die Antwort nur lauten, weil wir alle in Gottes Ebenbild geschaffen sind und weil Gott selbst der ultimative Standard für alles Gute ist. David Hume aber fehlt dieser Standard. Und jedem anderen Atheisten, der anhand der Existenz von Leid versucht, die Existenz Gottes zu leugnen. David Hume hat eigentlich keine Definition von Leid und er kann deshalb nicht aus der Existenz von Leid die Existenz von Gottes verneinen. Ja, tatsächlich glaube ich, dass man diesen Beweis von David Hume sogar auf den Kopf stellen kann und sagen kann, weil Leid in dieser Welt existiert, deshalb muss es irgendein höheres Wesen geben, welches selbst der Standard für Gut und Böse ist. Und dieses Wesen ist Gott. An dieser Stelle werden nun manche Philosophen einwenden, okay, ja, ich gestehe, es muss irgendein höheres Wesen geben. Von mir aus können wir es auch Gott nennen. Aber dieser Gott kann immer noch nicht gleichzeitig gut und allmächtig sein. Denn dann würde er doch all das Leid nicht zulassen. Es kann also höchstens ein böser oder ein in seiner Macht beschränkter Gott sein, der existiert. Und an solch einen Gott, da kann und will ich nicht glauben, beziehungsweise dem will ich nicht vertrauen. Und hier, an diesem Punkt, stoßen wir jetzt auf die zweite Schwachstelle des Arguments von David Hume.
nämlich die unausgesprochene Voraussetzung, dass Gott nur so handeln darf, wie es auch in unser Denkschema hineinpasst. Für Hume darf Gott nur das tun, was er mit seiner eigenen Logik und Vernunft begreifen kann. Und er sagt, Leid ist immer und absolut schlecht und deshalb nicht mit Gottes Güte vereinbar. Aber die Frage ist, wenn Gott wirklich Gott ist, wenn er nicht nur allmächtig, sondern auch allwissend ist, wenn seine Weisheit unsere um Welten übersteigt, ist es dann nicht vorstellbar, dass Gott sogar schlechte Dinge, die auf dieser Erde passieren, am Ende für etwas sehr Gutes gebrauchen kann? Können wir Gott das Recht absprechen, kurzfristig Leid zuzulassen, um langfristig etwas Gutes dadurch zu bewirken? Ich denke nicht. Und ich meine wiederum, dass wir das alle auch schon aus eigener Erfahrung kennen. Was ist denn zum Beispiel mit dem Vater, der sein Kind im letzten Moment mit Gewalt am Arm festhält, wenn er sieht, dass es auf die Straße vor ein herannahendes Auto laufen will? Das mag erstmal schmerzhaft für das Kind sein. Es ist Leid in gewissem Sinne, aber letztendlich ist es etwas sehr Gutes. Wir können also aus der Existenz von Leid weder auf das Nichtvorhandensein irgendeines Gottes noch auf das Nichtvorhandensein eines guten und allmächtigen Gottes schließen. Und damit möchte ich es erstmal bei diesen zwei Schwachstellen belassen. Und wie gesagt, wenn der eine oder andere noch weitere Fragen zu diesem philosophischen Argument hat, dann schreibt sie auf und wir werden später darüber diskutieren. Lasst uns aber zum zweiten Punkt kommen, der Frage der Gerechtigkeit. Was sagt Jesus zu Leid? Kann Leid überhaupt in irgendeiner Form gerecht sein? Und ich möchte dazu einen kurzen Text mit euch lesen aus dem 13. Kapitel des Lukas-Evangeliums. Und wenn ihr mitlesen wollt, ihr findet den Text auf Seite 89 in den ausliegenden Bibeln. Seite 89, das ist Lukas Kapitel 13. Seite 89 im hinteren Teil, im Neuen Testament. Lukas Kapitel 13. Und ich lese uns die Verse 1 bis 3. Es kamen aber zu der Zeit einige, die berichteten ihm von den Galiläern, deren Blut Pilatus mit ihren Opfern vermischt hatte. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Meint ihr, dass diese Galiläer mehr gesündigt haben als alle anderen Galiläer, weil sie das erlitten haben? Ich sage euch, nein, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen. Dieser Text berichtet uns von Menschen, die eine schreckliche Gräueltat miterlebt haben. Der römische Statthalter Pilatus hat einige Juden umbringen lassen und hat ihr Blut mit dem Blut von Opfertieren vermischt. Und für die Juden war das unvorstellbar. Es war das schrecklichste Leid, das einem persönlich passieren kann. Und so kommen sie zu Jesus und sie berichten ihm davon und unterschwellig schwebt diese Frage mit: Jesus, wie kann das sein? Sowas ist doch absolut nicht gerecht, oder? Haben diese Menschen irgendwie besonders gegen Gott gesündigt, dass sie ein solches Gericht trifft? Und was sagt Jesus? Meint ihr, dass diese Galiläer mehr gesündigt haben als alle anderen Galiläer, weil sie das erlitten haben? Ich sage euch, nein. Sondern wenn ihr nicht Buße tut, das heißt, wenn ihr nicht umkehrt von euren Wegen, werdet ihr alle auch so umkommen. Jesus lässt sie nicht darauf ein, dieses schreckliche Ereignis im Leben der Galiläer mit einer spezifischen Sünde zu verknüpfen. Das wäre zu einfach gedacht. Nicht jedes Leid, das wir erleben, ist in diesem Sinne eine gerechte Strafe. Das behauptet die Karma-Lehre im Hinduismus, aber es hat nichts, aber auch rein gar nichts mit dem Christentum zu tun. Aber Jesus sagt auf der anderen Seite auch nicht, dass das Leid vollkommen ungerecht ist. Was sagt er?
Wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen. Jesus behauptet also, diese Menschen waren nicht mehr schuldig als ihr alle. Es hätte genauso gut jeden einzelnen von euch treffen können. Ja, es wäre vollkommen gerecht, wenn alle Menschen solch ein schreckliches Leid erleben würden. Keiner hat es verdient, besser wegzukommen, weil wir alle Sünder sind. Aber das klingt erstmal ziemlich hart. Es klingt nicht sehr einfühlsam. Aber seht ihr, es ist eine der wichtigsten Lehren im Christentum. Jesus lehrt, dass wir alle Sünder sind. Dass wir alle gegen Gott rebelliert haben und dass das Leid letztendlich irgendwie auf unsere persönliche Sünde zurückzuführen ist oder auf die Sünde der Menschheit zurückzuführen ist. Und das ist genau das, was wir in den ersten Kapiteln der Bibel sehen. Wir sehen, dass Gott diese Welt ursprünglich gut geschaffen hat. Er hat sie perfekt gemacht, vollkommen, ohne jegliches Leid. Aber dann, in 1. Mose 3, dem dritten Kapitel der Bibel, rebellieren die Menschen gegen Gott. Sie übertreten seine Gebote. Und durch diesen sogenannten Sündenfall kommt all das Leid in diese Welt. Und diese Lehre des Sündenfalls und des Ursprungs des Bösen, des Leids in dieser Welt, ist eine enorm wichtige Lehre im Christentum, weil sie uns hilft, das Leid um uns herum richtig einzuordnen. Es kommt nicht von Gott. Es ist deshalb auch nichts Gutes an sich. Nein, es ist wirklich schrecklich. Es ist grausam. Wir sehen die fatalen Folgen jeden Tag aufs Neue. Aber wir haben nicht das Recht, mit dem Finger auf Gott zu zeigen und ihn anzuklagen, weil wir Menschen diejenigen sind, die das Leid zuallererst in diese Welt hineingebracht haben. Und auch heute noch wird eine Menge Leid zuallererst von uns selbst verursacht. Und so sagt Jesus, fang bei dir selber an, dein eigenes Leben zu hinterfragen. Tu Buße, sagt er. Das heißt, kehr um von deinen sündigen Wegen, auf denen du Gott den Rücken zugekehrt hast. Wende dich zu ihm, bitte um Vergebung, auf dass du selbst von dem größten Leid, dem schrecklichsten Gericht überhaupt, am jüngsten Tag verschont wirst. Es gibt eine gewissermaßen witzige, aber auch sehr tiefgründige Anekdote von Wilhelm Busch, die ich an dieser Stelle kurz nacherzählen möchte. Wilhelm Busch war Jugendpfarrer in Essen und eines Tages ist er so durch die Stadt geschlendert. Und plötzlich hat er aus der Ferne einen hageren Mann gesehen, der irgendwie erhöht auf einer Kiste stand oder was auch immer und gegen die soziale Ungerechtigkeit gepredigt hat, eine Rede gehalten hat. Gegen die Industriellen, die sich auf Kosten der Arbeiterklasse bereichern. Und auf einmal entdeckt dieser Mann Wilhelm Busch. Und er ruft ihm zu, hey Pfaffe, ich frage Sie, Sie Vertreter Gottes, wie kann Ihr Gott schweigend zusehen, wenn so viel Unrecht geschieht? Mütter, die ihre Kinder nicht sättigen können, Bergleute, die in der harten Arbeit eine Staublunge bekommen. Und daneben der Luxus der Besitzenden, der Hochmut der sogenannten Gebildeten. Und dazu schweigt Ihr lächerlicher Gott. Ich will Ihnen was erzählen. Machen Sie gut Ihre Ohren auf, denn wenn es Ihren Gott tatsächlich gibt, dann werde ich ihm ja einmal begegnen nach meinem Tod. Und da werde ich auf diesen Gott zugehen und werde ihm sagen, du hast gewusst, dass Kinder verhungern, während andere alles haben und du hast nichts getan. Du hast Kriege zugelassen, in denen die Unschuldigen leiden mussten und die Schuldigen brachten lachend ihre Schäfchen ins Trockene. Du hast geschwiegen zu all dem Jammer, dem Unrecht, der Bedrückung, der Ausbeutung. Ja, das alles will ich Ihrem Gott unter die Nase reiben. Und wissen Sie, was ich dann zu ihm sage? Dann heißt es, hau ab, hinweg mit dir, herunter von deinem Thron. In diesem Moment fällt ihm Pfarrer Busch ins Wort und ruft laut mit, gut so, herunter von deinem Thron, hinweg mit dir. Und auf einmal ist es ganz still.
Die Menge schaut verblüfft rein. Was ist jetzt auf einmal mit dem Pfarrer los? Und Wilhelm Busch nutzt die Gunst der Stunde, um weiterzureden. Sehen Sie, ein Gott, der sich von Ihnen so antrompeten lässt, müsste ja wirklich ein lächerlicher Gott sein. Nein, den gibt es nicht. Der existiert nur in Ihrem Kopf. Ein Gott, der sich von Ihnen zur Rechenschaft ziehen lässt. Ein Gott, vor dem Sie als Richter stehen und er ist der Angeklagte. Nein, solch einen Gott gibt es nur in ganz verwirrten Köpfen. Und da kann ich nur sagen, hinweg mit diesem Gott. Mit solch einem muss endlich einmal Schluss gemacht werden. Aber ich will Ihnen etwas bezeugen. Es gibt einen anderen wirklichen Gott. Den ziehen Sie nicht zur Rechenschaft, sondern der stellt uns vor sein Gericht. Und da wird Ihnen das Wort in der Kehle stecken bleiben. Es gibt keinen Gott, zu dem Sie sagen können, hinweg mit dir. Aber es gibt einen heiligen, lebendigen, wirklichen Gott. Und der könnte einst zu Ihnen sagen, hinweg mit dir. Ich bin der Überzeugung, dass Wilhelm Busch recht hat und dass dieses Thema wirklich ernst ist. Es geht um Leben und Tod. Ewiges Leben und ewigen Tod. Und so möchte ich dich heute fragen, wie du Gott gegenübertreten wirst, wenn er dich eines Tages abberuft. Wie wirst du ihm das ganze Leid erklären, das du selbst verursacht hast? Wir Menschen haben ein Problem. Nicht nur mit all dem Bösen da draußen, nein, vor allem mit dem Bösen da tief in uns drin. Die Bibel beschreibt dieses Problem ganz ehrlich und realistisch. Sie bleibt aber nicht nur bei dem Problem stehen, sondern sie bietet uns auch die Lösung. Und damit zu meinem dritten Punkt, der Frage des Glaubens. Und es ist eine Frage des Glaubens, weil die Lösung, die das Christentum für dieses Problem des Bösen bietet, niemals rein intellektuell zu fassen ist. Diese Lösung möchte nicht nur verstandesmäßig begriffen werden, sie möchte von ganzem Herzen ergriffen werden. Was ist diese Lösung? Die Lösung besteht darin, dass Gott selbst das Leid trägt und dass er es dadurch ein für alle Mal besiegt. Jesus redet nicht nur über das Leid, nein, er erfährt es selber. Er trägt es und bewältigt es. Und zwar nicht nur für sich allein, sondern stellvertretend für jeden, der an ihn glaubt. Und seht ihr, das Christentum unterscheidet sich an diesem Punkt fundamental von allen anderen Religionen. Es spricht nicht nur von einem allmächtigen Gott, der vielleicht gut, aber doch irgendwie sehr fern ist. Nein, es spricht von einem allmächtigen Gott, der sich aus Mitleid gegenüber seiner Schöpfung so klein gemacht hat, dass er selbst in seinem Sohn Jesus Christus auf diese Welt, inmitten all dieses Elend hineingekommen ist. Und dann an unserer Stadt, an diesem Kreuz von Golgatha, die Strafe auf sich genommen hat, die wir eigentlich alle verdient gehabt hätten. Und das ist zu einem gewissen Grad ein Geheimnis, wie wir vorhin auch gesungen haben. Kann es denn sein, Geheimnis groß? Aber das ist es, was die Bibel immer und immer wieder betont und was sie schon lange vor Jesu Kommen angekündigt hat. Und eine dieser Ankündigungen möchte ich mit euch gemeinsam kurz lesen. Wir finden sie in Jesaja Kapitel 53, das ist die Seite 713 in euren Bibeln, 713, diesmal im vorderen Teil. Und dieser Text wurde circa 700 Jahre vor Jesu Geburt niedergeschrieben. Und dennoch beschreibt er in großartiger Detailtreue das, was Jesus für uns am Kreuz von Golgatha getan hat. Ich möchte uns die Verse 3 bis 6 aus Jesaja 53 lesen. Also Seite 713, ab Vers 3. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet.
Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Diese Verse beschreiben eine Person, die von anderen Menschen komplett verachtet wird. Sie beschreiben eine Person, die keiner anschauen will, weil sie so erbärmlich aussieht. Sie ist so voller Wunden, sie krümmt sich so vor Schmerzen, dass man nur weggucken kann. Solches Leid will kein Mensch mit ansehen und schon gar nicht selbst erleben. Aber dann heißt es, dass diese Person nicht ihre eigenen Schmerzen, ihre eigene Krankheit und ihr eigenes Leid erfährt, sondern diese Person ist um unserer Sünde willen zerschlagen worden, und zwar vom Herrn. Er warf unser aller Sünde auf ihn, so steht es im Text. Und dadurch, dass diese Person die Strafe trägt, können wir selbst Frieden haben, können wir Heilung erfahren, heißt es am Ende. Wer ist diese Person? Es ist Jesus, der vor 2000 Jahren schrecklich am Kreuz starb. Und Freunde, genau das ist der Kern des Christentums. Das ist das Evangelium, die gute, die frohe Botschaft. Gott selbst trägt in seinem Sohn Jesus Christus die Strafe, all das Leid, das wir eigentlich verdient haben, weil wir gegen Gott rebelliert haben. Und damit noch nicht genug. Denn die Bibel lehrt auch, dass Jesus nicht im Grab geblieben ist. Nein, er ist auferstanden nach 3 Tagen leibhaftig. Und aus diesem Grund, sagt die Bibel, darf jeder, der Christus nachfolgt, der ihm vertraut, der an ihn glaubt, Hoffnung haben, dass er selbst auch eines Tages auferstehen wird. Und dass er dann einen unvergänglichen, einen neuen Leib bekommt. Und seht ihr, die Hoffnung, die uns das Christentum bietet, sie ist keine vage, unkonkrete Hoffnung. Es ist kein undefinierbares Nirvana oder was auch immer, von dem wir gar nicht wissen, ob wir da wirklich sein wollen. Nein, die Bibel sagt uns, dass Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird. Und all das, was wir an dieser Erde so lieben, wird da nicht einfach weg sein. Nein, es wird alles da sein, nur noch viel besser, noch schöner, vollkommen. Weil das Einzige, was fehlen wird, das schreckliche Elend, das schreckliche Leid ist. Dort auf der neuen Erde gibt es keinen Schmerz mehr, so heißt es im letzten Buch der Bibel in Offenbarung. Gott selbst wird all unsere Tränen abwischen und wir werden uns für immer an ihm erfreuen. Und so möchte ich dich am Schluss fragen, hast du diese Hoffnung? Ich bin der Überzeugung, dass sie dir keine andere Religion, keine einzige Weltanschauung bieten kann, als nur das Christentum. Ja, es ist richtig, wir haben auch als Christen keine endgültige Antwort auf die Frage nach dem Warum des Leids. Aber wir haben einen Gott, der in Jesus Christus das Leid selbst getragen hat und durch seine Auferstehung für immer besiegt hat. Es gibt keine größere Hoffnung. Und deshalb möchte ich dich fragen, glaubst du an diesen Gott? Hast du dich ihm schon zugewendet und um Vergebung deiner Sünden gebeten? Und wenn nicht, dann bitte ich dich, tu es hier und heute. Fang an, die Bibel zu lesen. Fang an, diesen Jesus zu studieren, ihn kennenzulernen. Sein Leben, sein Sterben, seine Auferstehung. Und dann folge ihm nach, von ganzem Herzen. Ich möchte zum Abschluss gemeinsam mit uns beten. Himmlischer Vater, es gibt so unglaublich vieles, was wir nicht verstehen können. Und die Frage nach dem Sinn des Leides ist sicherlich eine der schwierigsten Fragen, weil Leid uns alle
ganz existenziell betrifft, uns alle ganz persönlich betrifft. Nicht nur deshalb, weil wir alle in irgendeiner Form Leid erfahren, sondern auch weil wir alle selbst immer wieder Leid anrichten. Herr Vater, so wollen wir dich um Vergebung unserer Schuld bitten und dir gleichzeitig dafür danken, dass du deinem eigenen Sohn die Strafe aufgeladen hast. Die Strafe, die wir eigentlich verdient haben. Wir danken dir, dass du durch ihn das Leid für immer besiegt hast. Und dass wir als Christen Hoffnung haben dürfen. Hoffnung über den Tod hinaus. Und Vater, so möchte ich beten für jeden Einzelnen, der in diesem Raum ist, dass du ihm diese Hoffnung schenkst. Vielleicht heute Abend zum ersten Mal, wenn er sie bisher noch nicht gekannt hat. Oder wieder neu, wenn er gerade selbst in einer tiefen, schwierigen Phase des Leids steckt. Vater, ich bitte dich, dass du unser aller Blick richtest auf das Kreuz, dass wir das Wunder erkennen, was dort passiert ist in deinem Sohn Jesus Christus. Und ich möchte dich bitten, dass du unseren Blick richtest auf die Ewigkeit, dass wir nicht verhaftet bleiben mit den Vergänglichkeiten dieser Welt, sondern schauen auf das, was vor uns liegt. Vater, lass uns deinem Sohn nachfolgen. Lass uns in seine Fußstapfen treten, in dem Wissen, dass nach dem Kreuz die Herrlichkeit folgt. Amen.